Hey, hey, ich bin Vicky und ich lebe auf Reisen. Vor kurzem habe ich dieses schöne Haus in Norwegen gekauft und bin gerade dabei, es zu renovieren und herzurichten. Und in diesem Video geht es um die vielen, vielen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Fragen von euch zu diesem Projekt eingetrudelt sind. Deswegen habe ich mich entschieden, zwei Videos rauszumachen. Im letzten Q&A-Video habe ich mehr so die logischen Fragen beantwortet. Was kostet das Haus? Wie ist die Heizung? Stromversorgung? Was habe ich damit vor? Wo werde ich meinen Winter verbringen? So lauter sachliche Fragen. Und in diesem Video gehe ich auf die etwas emotionaleren Fragen ein, die mir richtig gut gefallen haben und die ich einfach auch unbedingt beantworten wollte. Weil hier heute aber norwegisches herbstliches Schiedwetter ist, gehen wir rein und machen das Ganze drin. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. Eine Frage, die ich relativ häufig bekommen habe, in verschiedenen Ausführungen, ist, warum gerade Norwegen? Jemand hat mich gefragt, Vicky, warum gehst du nicht nach Schweden? Da sind die Häuser doch viel günstiger. Und demjenigen habe ich geantwortet, ja, dann könnte ich ja auch nach Rumänien gehen, weil da sind die Häuser noch günstiger. Ich bin definitiv nicht in Norwegen, weil es hier günstig ist. Ich bin in Norwegen, weil mich Norwegen und gerade diese Gegend hier so gefesselt hat. Zu Beginn meiner Reise mit dem Camper durch Europa bin ich vor mittlerweile über 5 Jahren durch Norwegen gefahren und habe mich total in diese Region verliebt. Ich habe mich in sehr viele Regionen verliebt auf meiner Reise und es gibt einfach so unglaublich viele wunderschöne Orte auf dieser Welt. Aber irgendwas war, dass es gerade diese Gegend war, die mir dieses Gefühl gegeben hat, hier möchte ich ein Zuhause haben. Und auch wenn es mir hier unheimlich gut gefällt und ich mich mittlerweile nach ein paar Monaten so richtig hier eingelebt habe, glaube ich nicht, dass ich zu 100% sesshaft werde. Einfach weil ich extrem neugierig und abenteuerlustig bin. Aber was ich mittlerweile definitiv sagen kann und was auch anders ist als erwartet. Erwartet habe ich nämlich, dass ich das Haus hier vermiete und den Rest des Jahres einfach weg bin. Ich glaube, dass ich hier doch deutlich mehr Zeit verbringen werde und möchte, als anfangs geplant. Und passend dazu kommt die Frage von Phil. Er fragt, wie ich vorhabe, selbst das Haus zu nutzen. Und er kennt mich wohl schon aus anderen Videos. Er kann sich gut vorstellen, dass ich bald, nachdem alles soweit bewohnbar und trocken ist, einem neuen Impuls folgen muss. Und ob ich schon eine Idee habe, zu welcher Jahreszeit die Hütte vermietbar sein wird. Ja, neue Impulse sind auf jeden Fall schon da. Ich habe eine kleine Reise für den Winter gebucht, damit ich noch mal ein bisschen Sonne sehe dieses Jahr. Denn die versteckt sich hier ziemlich hinter dem Herbstwetter. Vermietfertig wird das Haus dann vermutlich ab Frühjahr. Ich werde natürlich Bescheid sagen in den Videos und werde dann einen Link online stellen, sobald die Hütte buchbar ist. Und damit gehe ich nochmal auf die Frage von Wienke ein und von vielen anderen, wie ich den Winter verbringen werde. Im letzten Video war das noch nicht so ganz klar. Mittlerweile habe ich mich entschieden, einen Monat, auch über die Feiertage, bin ich weg. Und den Rest des Winters möchte ich tatsächlich hier im Norden verbringen. Will mal gucken, wie das so ist. Ich möchte das Haus näher kennenlernen, möchte mir Zeit für ein paar Projekte nehmen. Sicher abenteuerlich fragt, ob ich das Haus mit dem Fokus für mich oder für die Gäste einrichte. Und ich glaube, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Ich möchte, dass das Haus gemütlich ist, dass man sich hier extrem wohlfühlt, dass man hier gerne hinkommt, dass man hier gerne ist, aber eben auch genauso gerne rausgeht und entdecken geht, dass man sich so richtig zu Hause fühlt, wenn man hier ist. Und das gilt für mich genauso wie für meine Gäste. Helmut hat gut erkannt, dass dem Haus seit vielen Jahren eine gewisse Pflege fehlte. Und wie ich sicherstellen möchte, dass das zukünftig nicht passiert. Also, dass das Haus nicht zuwuchert, sagen wir mal. Und das passt ganz gut mit der vorigen Frage überein. Ich hatte hier im Haus so ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber ich möchte, dass meine Freunde und Familie sich hier genauso wohl und zu Hause fühlen wie ich. Dass sie das Haus irgendwie annehmen als ihr eigenes. Im Sinne von, dass sie herkommen, wenn sie Urlaub brauchen oder wenn sie eine Pause oder Ruhe brauchen oder was entdecken wollen, also in welche Richtung auch immer. Das Schöne ist halt, dass man hier beides machen kann. Aber eben auch, dass sie sich hier so richtig, richtig eigen fühlen, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen ums Haus mitkümmern. An erster Stelle habe ich natürlich an meine Freunde und Familie gedacht, aber eigentlich
gilt das auch für meine Gäste und für meine Mieter. Die sollen sich hier so wohlfühlen, dass sie dem Haus auch gerne was zurückgeben wollen. Und so gehe ich vielleicht ein bisschen naiv an diese ganze Vermietgeschichte dran. Ich hoffe und wünsche mir, dass hier einfach so eine gute Stimmung und Energie herrscht. Und ich hoffe, dass die Leute etwas von sich dalassen oder eben etwas Zeit investieren, um diese gute Stimmung an diesem Ort beizubehalten. Stefanie fragt, wie sie mich unterstützen kann. Super lieb. Vielen Dank, liebe Steffi. Die einfachste Möglichkeit, mich oder auch andere YouTuber, die du schaust, zu unterstützen, ist, unsere Videos zu schauen und vielleicht die Werbung nicht wegzuklicken, sondern durchlaufen zu lassen. Denn so verdienen wir nun mal Geld und haben dadurch die Möglichkeit, mehr Videos, bessere Videos und neue Projekte umzusetzen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Videos zu teilen mit Menschen, von denen du denkst, dass sie von diesen Videos profitieren würden. Ganz neu habe ich jetzt die Kanalmitgliedschaften aktiviert. Das ist quasi ein Abo, mit dem du mich unterstützen kannst und durch das du zusätzlichen Content bekommst. Da gibt es dann kleine Sneak Peeks, exklusiven Content, Live-Videos und eine monatliche Postkartenverlosung. Isabella fragt, wie ich mich fühle mit dem Kauf einer Immobilie und ob es auch manchmal Überforderung in mir auslöst und ob es sich schwer für mich anfühlt, mich so zu binden. Dadurch, dass ich diesen Traum von meiner Hütte in dieser Gegend in Norwegen schon seit 5 Jahren hatte, war es tatsächlich gar nicht so schwer, mich zu binden. Und dadurch, dass ich hier auch nicht für immer Vollzeit drin leben muss und will und werde, ist es für mich nicht schwer. Überforderung löst es allerdings sehr wohl in mir aus. Darauf gehe ich im nächsten Video auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, weil es einfach ein großes Thema war, wo ich mich erstmal durcharbeiten musste und auch immer noch anecke. Aber grundsätzlich fühle ich mich sehr, sehr wohl mit dem Kauf der Immobilie. Trotz der Probleme, die ich mit dem Dach hatte und den Kosten, die hier noch zusätzlich auf mich zugekommen sind, rein emotional hat es sich für mich jetzt schon total gelohnt. Und wie das dann später mit der Vermietung aussieht, das wird sich ergeben. Die nächste Frage passt ganz gut zu dem Zuhause-Thema. Und zwar, ob ich mir wieder einen eigenen Hund holen werde. Wir hatten einfach die innigste Verbindung. Cleo und ich haben so viel miteinander durchgemacht, einfach weil sie mich mein ganzes Erwachsenenleben begleitet hat. Allein schon aus dem Grund kann Cleo einfach niemals wieder jemand das Wasser reichen. Und ich glaube, ich muss mich erstmal aus diesem ganzen Hundethema ein bisschen zurückziehen und dem Ganzen ein bisschen Luft geben. Und das nächste Thema ist einfach, dass ich 14 Jahre lang sehr viel Verantwortung getragen habe und auch gebunden war. Ich bin aber neugierig und ich möchte gerne mehr entdecken. Ich entdecke gerade meine Freiheit neu, dass ich einfach jetzt einen Zug für heute Abend nach Oslo buchen kann. Vor allem, dass ich jetzt nach Übersee gehen kann und länger dort bleiben. Mir war das vorher schon bewusst und ich wusste, dass es, wenn es soweit ist, ich erstmal ein bisschen Dinge machen möchte, die man mit Hund eben einfach nicht so gut machen kann. Die nächste Frage finde ich ganz schön und zwar, wie geht es mir mit dem Wissen, mir meinen Traum erfüllt zu haben. Ich habe erst vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Es gibt ein Lied und da singt er You're making my dreams come true. Und immer wenn das kommt, singe ich dieses Lied an mich, weil ich die Person bin, die meine Träume in Erfüllung bringt. Das Haus ist nicht mein erster Traum, den ich mir erfülle. Cleo war vielleicht der allererste. Dann kam das Architekturstudium, mein Umzug in die Schweiz, meine Reise im Van, mein neuer Van und jetzt das Haus. Und jedes Mal wieder, es wird nicht all. Jedes Mal wieder ist es einfach so gigantisch groß und so gut und so unglaublich. Ich kann jetzt ein paar Fragen zusammenfassen. JB fragt, was willst du mit einem Haus in Norwegen, wenn du kein richtiges Zuhause vermisst? Jemand anderes fragt, warum ich nicht einfach ein Grundstück kaufe, wo ich dann einen ausgebauten Van draufstelle. Und grundsätzlich haben viele Leute, die mich als Camper und Vollzeit-Vanlifer kennen, sich gewundert, warum ich plötzlich in einem Haus bin. In den letzten Jahren habe ich mich relativ viel auseinandergesetzt mit meiner Selbstständigkeit, mit meiner Altersvorsorge und mit meinen Finanzen. Ich habe dazu auch einen Online-Kurs gebucht. Den habe ich auch in jeder Videobeschreibung verlinkt, weil ich den einfach gut fand. Das Haus hier und einige weitere stellen meine Altersvorsorge dar. Es geht mir eben nicht darum, dass ich hier leben will. Deswegen würde mir auch kein Grundstück reichen, wo ich meinen Van drauf parken kann. Mein Van kann ich auch überall anders parken und kann damit rumfahren. Das Haus sehe ich einfach als Investition.
natürlich mache ich davon auch selber Gebrauch, weil es einfach so schön ist, weil es mir hier so gut gefällt. Und es sind noch so viel mehr Dinge hinzugekommen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe nach diesem Hauskauf. Es ist also eine viel, viel emotionalere Investition geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Claudia fragt, inwieweit mir meine Tätigkeit als Architektin weiterhilft und wie ich im Nachhinein zu meiner Berufswahl und dem Studium stehe. Ich liebe Architektur. Ich habe das Studium total gerne gemacht. Ich habe meinen Job absolut geliebt. Dadurch, dass ich relativ wenig praktische Erfahrung habe, bringt mir das Studium ja nur so semi viel, was jetzt die ganze Konstruktion und die ganze Baugeschichte angeht hier am Haus. Aber es ist definitiv nützlich. Ich kann planen. Ich habe natürlich meine Ideen. Ich weiß, wie man die Dinge umsetzen kann. Ich weiß nicht, wie ich sie umsetze, aber ich weiß, wie man sie umsetzen könnte. Ich verstehe was von Materialien und wie die zusammenspielen, habe ein Verständnis für Design und was nützlich und praktisch ist und wie man das einfach alles zusammenbringt. Und passend dazu die nächste Frage, ob ich in anderen Ländern ähnliche Projekte starten will. Ja, mein Wunsch wäre, lauter solcher Projekte umzusetzen, einfach weil ich es unglaublich gerne mache, weil ich es schön finde, aus etwas Altem, was schon vorhanden ist, etwas zu machen, was man noch viele Jahre nutzen kann. Weil es für mich als selbstständige Architektin eine gute Investition ist von meiner Zeit und meinem Wissen. Und das Beste ist, dass es euch auch zu gefallen scheint. Ich möchte gerne noch ein kleines Tiny House auf dieses Grundstück stellen. Und wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Einige wissen, dass ich unglaublich gerne eine kleine Finca in Spanien haben möchte. Aber lassen wir das mal offen. Katrin fragt, was der größte Kompromiss war, den ich bei dem Haus eingehen musste. Und das war definitiv der Preis. Ich wollte eigentlich nur die Hälfte ausgeben. Mein Budget war deutlich niedriger und ich musste mir einen Teil des Geldes leihen. Das wollte ich eigentlich umgehen. Aber dadurch, dass ich arbeite und dass der Preis für das Haus tatsächlich sehr gut war, habe ich mich entschieden, es dann doch zu machen. Laura fragt, ob ich schon negative Erfahrungen mit Einheimischen gemacht habe. Und da muss ich sagen, überhaupt nicht. Die Norweger sind alle unheimlich nett hier. Meine Nachbarn sind alle super lieb. Sie sind etwas anders. Sie sind deutlich distanzierter und im ersten Moment so ein bisschen reserviert. Aber dadurch, dass ich die norddeutsche und die russische Kultur in mir trage, kenne ich das von zu Hause, würde ich sagen, und kann damit relativ gut umgehen. Die Panda Peach Princess fragt, was bisher am Haus mein Lieblingsplatz ist und worüber ich mich am meisten gefreut habe. Ich habe ihn jetzt erstmal aus dem Van geklaut, werde aber später auf der Terrasse 2 Hängesessel haben, auch für meine Gäste, weil es einfach fantastisch ist, dort zu schwingen und diese wunderschöne Landschaft zu genießen. Jetzt, wo es ein bisschen kühler geworden ist, erwische ich mich immer häufiger, wie ich hier sitze und rausschaue, weil ich den Ausblick einfach so liebe. Und das ist vermutlich auch das, worüber ich mich am meisten freue. Ich war letztes Wochenende weg und woanders und bin wieder hergekommen. Es war eigentlich stockduster, nur der Mond hat die Berge beschienen und ich bin aus dem Auto gestiegen und habe fast angefangen zu weinen, weil ich diesen Ort, wo das Haus steht, so unglaublich schön finde. Ich habe da echt einen Goldschatz gefunden. Carmen fragt, was ich mit meiner Umgebung plane, Gemüse und Früchte und ob ich selbstversorgend hier sein werde. Dadurch, dass ich das Haus vermieten möchte und gar nicht so sehr viel hier sein werde selber, bin ich mir nicht sicher, inwieweit ich hier einen großen Garten anlege. Ich kann mir vorstellen, ein paar Hochbeete hier zu haben mit Erdbeeren, ein paar Himbeer- oder Johannisbeersträuche und ja, vielleicht auch eine Kürbispflanze oder so. Warum nicht? Wenn ich davon nichts habe, dann werden sich die Gäste darüber freuen. Aber ich habe hier noch keinen Selbstversorgerhof geplant. Sibylle fragt, wo man Stracciatella mieten kann. Mein Camper steht über den Winter zur Vermietung. Den Link stelle ich gerne in die Videobeschreibung. Und je nachdem, wie meine Frühjahr- und Sommerpläne sind, ist der Van eventuell auch in Norwegen dann ab hier zu vermieten. Einige Leute haben sich gefragt, wie ich mit der Dunkelheit hier in Norwegen klarkomme. Dazu muss ich einmal kurz klarstellen, dass das Haus deutlich unterhalb des Polarkreises liegt. Das heißt, wir haben hier auch im Winter, ich glaube, 6 Stunden Tageslicht. Das ist nicht viel anders als in Norddeutschland, wo ich aufgewachsen bin. Was hier etwas anders ist und das ist, was Leute in den Bergen aber auch kennen, ist, dass die Sonne im Winter einfach zu tief steht, um über die Wolken quasi drüber zu klettern. Und das führt dazu, dass ich laut Nachbarn zumindest am Haus 3 Monate lang im Winter keine Sonne habe. Kein direktes Sonnenlicht, heißt aber natürlich nicht kein Tageslicht. Den ganzen letzten Monat, also den Herbst über, war es extrem verregnet. Ich habe die Sonne gar nicht gesehen
und muss sagen, dass ich sie schon ziemlich vermisse. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich mein kleines Abenteuer im Süden im Winter geplant habe. Hier steht außerdem noch, ob ich Angst habe, alleine zu sein, wenn es dunkel ist. Tatsächlich nicht. Norwegen ist so ein sicheres Land und wie gesagt, meine Nachbarn haben auch ein Auge auf mich. Ich bin hier nicht alleine. Und ja, dadurch, dass ich halt so lange Vanlife gemacht habe, habe ich mich auch so ein bisschen gewöhnt daran, alleine zu sein. Also ich habe keine Angst mehr alleine im Dunkeln. Das war früher anders, aber irgendwann kommt die Gewohnheit rein und man merkt einfach, dass man nicht mit dieser irrationalen Angst, die in sich drin die ganze Zeit leben muss. Eine Gefahr besteht grundsätzlich immer für uns Frauen, aber das hindert mich jetzt nicht daran, mein Leben zu leben und auch locker zu sein. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz durch ein paar sachliche Fragen, die ich beim letzten Mal vergessen hatte. Und zwar fragt Dani, wie meine Vermietung versteuert wird. Ich muss dort Steuern zahlen, wo das Haus steht. Das wäre in diesem Fall Norwegen. Und es sind, wenn ich es richtig verstanden habe, grob 20%. Welche Voraussetzungen es gibt, dass man als Nicht-Norweger eine Immobilie kauft, müsst ihr leider selber bei Google rausfinden. Wenn ich das verstanden habe, ist es relativ einfach für Ausländer. Allerdings lege ich meine Hand dafür auch nicht ins Feuer. Ich habe das alles über meinen Immobilienmakler gemacht. Und das war zumindest mit meinen Voraussetzungen kein Problem. Not Like The Others fragt, wenn das Grundstück größer ist, würdest du Van-Stellplätze anbieten? Das Grundstück ist tatsächlich groß genug, um auch Van-Stellplätze anzubieten. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, weil ich eben das Tiny House dort stehen haben möchte und dann wird es ein bisschen zu viel. Außerdem finde ich auch einfach, dass das Grundstück das nicht hergibt und dass es irgendwie nicht zu dem Ort hier passen würde. Carlo fragt, wie das jetzt mit den Versicherungen ist, mit dem Haus und meiner Krankenversicherung. Ich habe eine Reiseauslandskrankenversicherung, die aber eben auch genauso gilt für Auswanderer, was ich ja in diesem Fall jetzt quasi bin, zumindest bis ich wieder unterwegs bin. Und alle Versicherungen fürs Haus schließe ich natürlich in Norwegen ab. Novemberglück fragt, ob ich auch Solarmodule für Strom und Wasser installieren werde. Ich habe zwar im Winter keine Sonne am Haus, dafür aber den ganzen Sommer, Frühling und Herbst über ziemlich viel, weil es hier eine sehr sonnige Region ist. Ich habe also schon mit dem Gedanken gespielt, aktuell stehen aber erstmal andere Projekte an. Und zu guter Letzt Mondliebe, die fragt, ob ich vor dem Hauskauf gewusst habe, wie viele Renovierungsarbeiten anstehen und ob mir das keine Angst und Überforderung gemacht hat, das zu bewältigen. Genau darauf gehe ich im nächsten Video ein und lade dich herzlich ein, dabei zu sein. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und schreib mir gerne deine Gedanken. Ich lese so gerne eure Kommentare und spreche mit euch. Das gibt mir irgendwie ein Gefühl, dass diese Riesenzahl von mittlerweile über 80.000, dass da echte Menschen dahinter stecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.